Ich nehme es mit, nur für den Fall. Ich nehme es mit. Unersetzbares Ausstattungselement. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Unersetzbares Ausstattungselement. Sie wollen mich töten. Ich kann doch nicht die Waffe auf die hiesige Polizei richten. Ich möchte nicht die Heldin eines internationalen Skandals werden. Ehrlich gesagt, sollte ich hier keine einzige Spur hinterlassen. Vor allem nicht meine Leiche. Und wenn ich es nochmal versuchen würde, nur ein bisschen anders?
Los, Niki, renn so schnell du kannst. Das ist der Geländewagen. Ich haue also ab. Guten Tag. Buenos dias. Zufrieden mit dem Auto? Ist genug Benzin drin? Ich habe hier zwar keine Tankstelle, aber ein paar Liter lassen sich schon finden. Ich bitte darum. Hier sind circa 20 Liter. Danke. Das macht 20 Dollar. Ja, klar. Aber ich habe kein Bargeld bei mir. Dann besorgen Sie welches. Ich werde warten. Was ist los? Warum akzeptiert der Geldautomat meine Karte nicht? Der Geldautomat ist außer Betrieb. Ich kann sie nicht bezahlen. Wir würden schon eine Möglichkeit finden. Ah, ich hätte es beinahe vergessen. Was wird aus dem Foto, das Sie von mir gemacht haben? Ich werde es Ihnen nach meinem Ausflug geben. Vielleicht bezahle ich Sie mit dem Fotoapparat. Einverstanden. Ich bin gleich zurück. Sie sprechen immer noch. Ich kann nicht näher kommen. Nein, ich glaube nicht, dass sie so etwas tun könnte. Für mich ist alles klar, Diego. Hör auf, ich kenne mich mit Menschen aus. Du wirst schon sehen. Nach ein paar Stunden auf dem Polizeirevier wird sie alles zugeben. Eine alte, traditionelle Küche. Es werden hier Gerichte zubereitet, die bestimmt besser schmecken als der Schund aus dem Supermarkt. Streichhölzer in den Händen gewisser Personen können schnell zur Mordwaffe werden. Unerwartet gutes Ergebnis. Etwas gärt hier. Es heißt wahrscheinlich Chicha. Fertig. Und wenn man das anders machen würde? Das war leicht. Gute Idee. Etwas gärt hier. Es heißt wahrscheinlich Chicha.
Das war gar nicht so dumm. Was soll ich damit tun? Nein, das war keine gute Idee. Ich habe schon vieles gemacht. Ältere Herren mit Durst. Der Geldautomat ist außer Betrieb. Wir würden schon... Ich werde es Ihnen nach... Einverstanden. Ich bin gleich zurück. Hier ist der Fotoapparat. Sie können den Kanister mitnehmen. Wo werden Sie hinfahren? Bis wohin kann ich denn mit dem besten Wagen aus Ihrer Werkstatt fahren? Sie können mit ihm die Anden überqueren. Es ist ein gutes Auto. Das traue ich mir nicht zu. Ich werde eher das Flachland erkunden. Abwärts fährt es sich immer leichter. Wann geben Sie das Auto zurück? In etwa 2 Tagen. Das hoffe ich. In letzter Zeit halten die Kunden immer seltener ihr Wort. Gute Reise. Danke. Ich hätte nie gedacht, dass es Sinn macht. Es ist so schön hier. Ich habe von solch einem Ausflug geträumt. Diese Brücke knarrt gefährlich. Dieser Abgrund kann richtige Kopfschmerzen bereiten. Jemand hat hier seine Brechstange vergessen. Die Lianen haben alles bedeckt. Es geht nicht auf. Was soll ich damit tun? Nur ein Spalt weit geöffnet. Ich muss mir etwas ausdenken. Leider ist die Brechstange zu zerbrechlich, um dieses Tor aufzumachen. Der Steg knarrt immer mehr.
Dieser Geländewagen steht hier schon seit 20 Jahren. Dieser Sessel ist nicht sehr bequem. Diesen Block könnte ich gebrauchen. Dieser Sessel ist nicht sehr bequem.